Die Anotopia 2023 ist vorbei. Wir waren wieder für euch auf der wunderschönen Veranstaltung im Herzen Deutschlands in Rotburg an der Fulda. Bilder dazu seht ihr jetzt und am Ende kommt noch mal ein kleines Fazit. Viel Spaß! Ihr habt die Bilder gesehen. Es war wieder wunderschön in Rotenburg an der Fulda. Danke nochmal allen Teilnehmern, allen Darstellern, den Buden, den Schaustellern, den Live-Acts, den Musikleuten. Es war toll. Wir hatten wieder vier tolle Tage, muss ich diesmal sagen. Eigentlich waren es fünf. Wir sind Mittwoch angereist, haben aufgebaut. Donnerstag war dann Vatertag. Da haben wir dann dementsprechend schön für euch den Tag da verbracht, unsere Kostüme präsentiert, unsere Stände gemacht. An unserem Stand haben wir etwas
Dosenschießen für die Kleinsten veranstaltet, aber auch für die Großen. Der Freitag war dann sehr ruhig, da war halt nichts los. Samstag und Sonntag waren dann wieder Besucher stark. Der Samstag stärker wie der Sonntag, wobei ich es nicht ganz verstanden habe, da der Sonntag das eindeutig bessere Wetter hatte, zumindest für die Zuschauer. Ja, Positives, Negatives dieser Veranstaltung. Positiv war auf jeden Fall, da danke ich ganz ehrlich dem Naturschutz. Der Campground hat getauscht mit dem Endzeitlager. Das war eine wunderbare Angelegenheit. Und dank dieser Naturschutzrichtlinien, die eingehalten werden mussten, war auch die Geräuschkulisse durch die Endzeitleute weitaus geringer wie sonst. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht gerne in dem Lager hinten drin war. Man hat es ja gesehen. Nein, es war einfach angenehmer auch für die anderen Truppen, anderen Trooper, anderen, ich sag mal, Gruppen, die auf dem Platz waren, da diese da ihre Vorstellung machen konnten, ohne ständig vom Motorenlärm genervt zu werden, was in den letzten Jahren schon relativ groß war. Ja, Marc, auch du darfst dann nächstes Mal wiederkommen. Wir würden uns freuen. Nichtsdestotrotz, es war wieder schön. Wir standen wieder gegenüber der Römertruppe. Ganz tolles Grüppchen, sage ich jetzt einfach mal, die auch wieder für die Kinder ordentlich Show geboten hat, die erklärt hat, wie das alte Rom im Grunde aufgebaut war, das Militär funktionierte. Das war wieder richtig schön. Wir hatten wieder Piraten, wir hatten natürlich groß, groß, groß die Endzeitler. Unsere Star Wars-Truppe war vertreten, wo wir bald nicht nur Star Wars hatten, ihr habt es gesehen, ich habe auch Ghostbusters getragen, ich habe Endzeit getragen, also jeden Tag ein anderes Kostüm, teilweise zwei am Tag. Das war schon wirklich anstrengend. Die 4 Tage allgemein waren anstrengend, wobei ja der Freitag eigentlich so als Ruhetag für uns Darsteller da war. Es war trotzdem anstrengend. Also wir hatten nachts sehr, sehr kalte Temperaturen, tagsüber war es dann eigentlich sehr schön warm. Dieses Hin und Her hat natürlich dementsprechend geschlaucht. Die Partys abends, ja, die taten dann ihr Übriges. Chris und ich hatten da sehr viel Spaß. Es ging meistens bis morgen früh. Einen Tag hatte ich etwas Ausfallerscheinungen. Wer dabei war, weiß, wovon ich rede. Dem Kanister sei Dank. Von da nochmal an die Endzeit-Leute. Heil dem Kanister. Wir lobpreisen ihn. Ja, in dem Sinne, es war wieder einfach nur schön. Wir hatten unsere kleine Truppe von Star Wars-Leuten da. Wir hatten ja alles Mögliche an Kostümen dabei gehabt. Wir waren gut ausgerüstet. Mit Zelten, mit Grill, mit Feuertonne, allem drum und dran, was wir so brauchten. Leider haben wir selber gar nicht mal so viel von den Veranstaltungen gesehen. Die Live-Acts haben wir da vollkommen verpasst abends. Es war vor Ort, waren zum Beispiel die Band aus den 90ern Rednecks. Auch andere Bands waren da, anderem auch eine Rockabilly-Band, deren Namen ich leider jetzt vergessen habe. Aber ich suche es nochmal raus, ich schreibe es mal unten in die Kommentare. Das war recht spaßig. Der andere Chris hatte sie erkannt. Die wollten erst mit uns Fotos machen, und zumindest einer von ihnen, als Ghostbusters. Wir waren als Führergespann unterwegs. Das Bild habt ihr, glaube ich, auch sogar in einem Video gesehen. Zumindest habe ich es, glaube ich, eingefügt. Die Truppe haben wir dann später nochmal gesehen. Chris wollte dann hingehen und wollte fragen, ob wir da mal ein Gruppenfoto machen könnten. Und da kam als Antwort: Geil, dass ihr uns fragt. Wir haben uns nicht getraut, euch zu fragen. In dem Sinne, es war wieder sehr schön. Die Parade durch die Stadt, das war so ein, ja, ich sag mal, ein zweischneidiges Ding. Für die Leute, die zu Fuß unterwegs waren, war es so, die mussten halt teilweise wirklich Gas geben, um hinterherzukommen. Das war gerade schlecht in unserer Rüstung. Auf der anderen Seite mussten sie wieder stehen bleiben und dann halt wieder warten. Bis wir dann entschlossen haben, wir gehen einfach unser Tempo komplett durch. Das war die beste Möglichkeit. Wir mussten eben mal wieder auf die anderen aufschließen. Ja, leider war diesmal der Besucherandrang, was die Paraden durch die Stadt anging, nicht so hoch wie in den letzten Jahren. Das war den letzten eigentlich schöner gewesen oder auch größer gewesen. Die Besucher waren zahlreicher. Da muss ich sagen, vielleicht reichen auch 2 Tage in Rothenburg. Es waren zwar 4 schöne Tage, aber ich denke mal, wir werden auch nicht älter, nicht jünger, wollen wir so sagen. Nicht älter werden wir schon. Aber 2 Tage Rothenburg, denke ich mal, reichen. Für euch als Zuschauer, für uns als Darsteller, wobei es uns natürlich Spaß macht, diese Tage da unten dann zu verbringen. Nichtsdestotrotz danke ich nochmal dem Organisationsteam der Anotopia für diesen wunderschönen Event.
Bitte behalte das bei mit dem Campground. Wir konnten endlich mal nachts schlafen, auch wenn es nicht lange war, weil wir ja mehr am Feiern waren. Aber es war wunderschön. Für die Zukunft würden wir uns wünschen, dass vielleicht wieder mehr Schausteller kommen würden. Das liegt aber weniger an der Anotopia. Das liegt eigentlich mehr an den Schaustellern, die dieses Jahr nicht gekommen sind. Ich weiß nicht, was da Corona beigetragen hat, die letzten Jahre. Aber das wäre wieder schön. Der Platz war doch ja, teilweise doch etwas frei, wenn man es mal so ausdrücken. Nicht wirklich stark frei, aber so manche kleinen freien Ecken gab es dann doch schon. Ansonsten, wie gesagt, wir waren begeistert. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir haben in dem Video auch die nächsten Termine. Ansonsten haben wir noch die anderen Termine der Anotopia, die dieses Jahr stattfinden, in Lüdinghausen und was weiß ich, Marienheil oder Marienburg, wo sie alles sind. Ich packe es nochmal unten in die Videobeschreibung rein. Ist es bei euch in der Nähe, fahrt vorbei, guckt es euch an, es lohnt sich wirklich. Und ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Jetzt haben wir wieder Zeit dafür. Bis zum nächsten Mal.